Ein Forschungsteam hat in Mittelaustralien jetzt ein gigantisch großes Vulkangebiet aufgespürt. Mit 7.500 Quadratkilometern ist es doppelt so groß wie Mallorca. Und nicht nur das, die rund, Achtung, 100 neu entdeckten Vulkane haben sich auf äußerst merkwürdige Art und Weise entwickelt. Die Erkenntnisse könnten unser Wissen über die Entstehung von Vulkanen revolutionieren. Klickt zum Science and Fiction. Gibt's täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, nur so verpasst dir nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Australien hat wirklich eine feurige Vergangenheit. Die sogenannte Kalkarindji-Vulkanprovinz im Westen war vielleicht sogar am ersten großen Massensterben der Erdgeschichte beteiligt. Erst vor kurzer Zeit hatten Forschungsteams dann im Südosten von Australien die längste kontinentale Vulkankette der Erde entdeckt. Jetzt gibt es eine weitere super spannende Entdeckung in diesem Zusammenhang. Ein Geologieteam hat jetzt nämlich im Untergrund von Mittelaustralien mehr als 100 alte Vulkane aufgespürt. Und diese sind wirklich nicht ohne. Dazu heißt es in der aktuellen Studie, diese vulkanische Provinz erstreckt sich über rund 7.500 Quadratkilometer. Vergleichbar also mit der Größe von Tirol oder eben der doppelten Fläche von Mallorca. Die Vulkane aus dem Jura-Zeitalter vor 160 bis 180 Millionen Jahren entwickelten sich anders, als es sonst bei den meisten Vulkanen der Fall ist. Statt an den Rändern einer Erdplatte, nämlich entwickelten sich die neu aufgespürten Vulkane in der Mitte einer Erdplatte. Eine absolute Überraschung, auch für die Fachleute selbst. Dazu Simon Holford, der an der Studie beteiligt war. Während die Mehrheit des irdischen Vulkanismus an den Grenzen der tektonischen Platten unter den Ozeanen stattfindet, liegt diese uralte Vulkanwelt des Jura tief im Inneren des australischen Kontinents. Wir interpretieren die Warney-Vulkanprovinz als Produkt der Dehnung und des innerhalb der Platte stattfindenden konvektiven Aufströmens von Gestein über der subduzierten pazifischen Platte. Heißes Magma hat sich also von der pazifischen Platte, die tief unter den Kontinent gedrückt war, durch die darüberliegende Kontinentalplatte gebrannt. So konnten die neu entdeckten Vulkane also entstehen. Schon seit langer Zeit stoßen Fachleute am sogenannten Cooper-Eromanga-Becken immer mal wieder auf rätselhafte Funde. Diese Senke hält vor allem Erdöl- und Erdgasvorkommen bereit, die schon seit Anfang der 60er Jahre für die Wirtschaft von Interesse sind. Der Granit im Untergrund dieser Senke bietet hervorragende Bedingungen für ein Geothermieprojekt, das hier getestet wird. Doch nicht nur das, nicht nur Granit und Sedimentgestein wurden hier immer mal wieder zutage gefördert, sondern auch Basalt. Dabei handelt es sich um Gestein vulkanischen Ursprungs, zum Teil wohl aus der Trias und zum anderen aus dem Jura. Doch warum sollte es in der Mitte der australischen Kontinentalplatte vulkanische Aktivität geben? Bislang war das eine kaum denkbare Vorstellung für die Fachleute. Schließlich bilden sich Vulkane dem bisherigen Wissensstand nach eher an den Rändern einer Erdplatte. Das australische Forschungsteam hat jetzt alle vorhandenen Daten zu dieser Region analysiert. Dazu der beteiligte Wissenschaftler Jonathan Hartman. Es gibt enorme Mengen an Daten aus dem Untergrund dieser Region, aber das Alter und die Natur dieser Basaltgesteine waren größtenteils unbekannt. Aber auch seismische Messungen machten die spektakuläre Entdeckung des riesigen Vulkangebietes möglich. Somit steht jetzt fest, in dieser Region gab es in vergangenen Zeiten heftige vulkanische Aktivität. Davon zeugen nicht nur die 100 Vulkane, sondern auch ausgedehnte Lavaströme und weitere vulkanische Ablagerungen. Das Forschungsteam vermutet zudem auch, dass es hier einst Geysire und heiße Quellen gab. Dafür sprechen bestimmte geologische Strukturen, die jetzt entdeckt werden konnten. Die Analyse der Fachleute ergab, dass die Vulkane wohl im Zeitalter des Jura aktiv waren, also zuletzt vor 160 bis 180 Millionen Jahren. Von diesen Vulkanen geht also keine Gefahr mehr aus. Anders sieht das bei dem Vulkan Bolschaja Udina im Osten Russlands aus. Droht Mega-Vulkanausbruch mit katastrophalen Folgen. Anklicken, anschauen und Klicks zum Science and Fiction abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Bis dann, bleibt dran.